Top im Job, auch in Deutschland. Frau A und Herr B haben ihre Ausbildung im Ausland gemacht. Frau A ist gelernte Verkäuferin. Herr B ist Mechaniker. Beide wollen auch in Deutschland in ihren Berufen arbeiten. Doch deutsche Arbeitgeber können ihre Zeugnisse nicht einschätzen und stellen sie daher nicht ein. Deshalb gibt es seit 2012 das Anerkennungsgesetz. Damit können die beiden ihre Zeugnisse prüfen und anerkennen lassen. Hierfür müssen Frau A und Herr B erst die Prüfstelle finden, die für ihren Beruf zuständig ist. Die erfahren Sie im Internet auf anerkennung-in-deutschland.de oder bei der Hotline unter 030 1815 und 4×1. Für die Berufe von Frau A und Herrn B ist die Industrie- und Handelskammer zuständig. Die IHK in ihrer Nähe berät Sie kostenlos und hilft Ihnen, den Antrag auszufüllen. Dann schicken Sie Ihre Unterlagen an die IHK FOSA, die zentrale Prüfstelle der IHKs. Dort werden die Anträge von Experten bewertet. Die Kosten betragen im Schnitt rund 420 Euro und werden zum Teil von der Agentur für Arbeit übernommen. Nach spätestens 3 Monaten bekommen Frau A und Herr B Bescheid. Die Qualifikation von Frau A entspricht der deutschen Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel. Sie bekommt daher eine Vollanerkennung. Herr B hat dagegen nur teilweise das Gleiche gelernt wie ein deutscher Industriemechaniker. Darum bekommt er eine Teilanerkennung und erfährt, was er noch nachlernen muss. Seine IHK berät ihn, wo und wie er das am besten machen kann. Nachdem Herr B das Fehlende nachgeholt hat, erhält auch er die Vollanerkennung. Bei der nächsten Bewerbung sehen die Arbeitgeber jetzt, dass Frau A und Herr B die passende Qualifikation haben und stellen sie ein. Beide können nun in Deutschland in ihrem Beruf arbeiten. Was Frau A und Herr B können, das können auch Sie. Ihre IHK informiert Sie gern, wie Sie Ihren im Ausland erworbenen Abschluss anerkennen lassen können.